Hey Leute, willkommen zu ein bisschen Knetkunst hier bei GTV. Heute bauen wir eine kleine, aber feine Szenerie von meinem Lieblingsstrategiespiel Anno 1404. Ich habe so viele Stunden in Anno 1404 verbracht. Ich weiß gar nicht, warum ich das Projekt erst jetzt mache. Ich freue mich umso mehr, das Ding jetzt zu starten. Mit einem Rahmen. Ich habe überlegt, wenn ich schon wieder so eine super tolle Miniatur baue, dann will ich mir die auch an die Wand hängen. Vor allem, wenn es von einem Spiel ist, was ich über Jahre unfassbar viel gespielt habe. Und das war bei Anno 1404 der Fall. Nach wie vor eigentlich mein Lieblings-Anno, aber nur, weil ich 1800 noch nicht spielen konnte oder es einfach noch nicht gespielt habe. Weil es ja nur auf dem PC verfügbar ist und ich aber ein Heavy-Mac-User bin. So, jetzt fangen wir an. Genug gequatscht. Wir fangen mit dem ersten Layer an. Wir haben hier Ocker. Also wir bauen uns die Stadt, den Orient. Es ist nicht super repräsentativ für Anno 1404, das weiß ich, aber es ist immerhin das Cover-Artwork und deswegen fand ich es schon immer total faszinierend. Es hat so eine gewisse Atmosphäre. Man sieht keine Produktionsgebäude, man hat auch keinen Kontor, aber irgendwie hat es dieses Fremde, dieses Orientalische, was Anno 1404 zu einem ganz besonderen Anno gemacht hat, zumindest für mich. Hätte ich eine Szenerie auswählen müssen, dann wäre es wahrscheinlich irgendwas mit typisch deutschem Wald gewesen und einem Kontor, einer Küstenlandschaft und ein paar Produktionsgebäuden, Hanf, Hanfplantage, irgendwas für Holzfäller, also irgendwas in der Richtung. Aber jetzt sind wir hier und wir bauen den Orient. Und ich denke, ja, das war eine gute Wahl. Ist es? Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen am Ende. Ja, das sind diese Zugänge, die irgendwie wieder zugemauert wurden. Und wahrscheinlich wird man sie hinterher gar nicht sehen, weil wir da flüssig Knete drauf kippen, die transparent wird nach Ofenhärtung. Aber ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, dass falls doch die Mauer etwas mehr zu sehen sein wird, dass es auch möglichst akkurat ist, nämlich genauso, wie wir das kennen von dem Orient oder zumindest von dem Cover-Artwork von Anno 1404. Ja, für diese verrückte Arbeit habe ich ungelogen eine Stunde gebraucht, bis ich dieses Mosaik fertig hatte. Und viel schlimmer wird jetzt noch dieser Kreis. Im Orient, in allen Orten in Anno 1404 hatte man diese wundervollen Mosaike, ist das der Plural von Mosaik, auf dem Boden. Und genau das will ich natürlich auch nachbauen, nur mit Knete, mit weicher Knete. Also für die Leute damals, die so Mosaiksteine gebaut haben, war es natürlich viel einfacher, als jetzt mit Knetmasse das Ganze zu machen. Ich bin echt gespannt, ob es funktioniert. Das war die einzige Form, runde Form, die ich zum Ausstanzen gefunden habe. So ein Messer, was ich biegen konnte. In die Mitte machen wir jetzt noch so eine Art Kompass rein mit Norden, Osten, Süden, Westen und den Zwischenschritten, also Nordost, Ost, Süd. Ich muss mir immer diesen Spruch, nie ohne Stiefel wandern, im Kopf sagen. Fun Fact, sonst kriege ich es bis heute nicht hin. So, also, jetzt haben wir hier den Kompass und dann sind wir auch fast schon mit dem Pier fertig. Nächstes großes Bauprojekt. Okay, wir haben noch den Ozean, den wir davor machen, aber dann legen wir auch schon mit den ganzen Gebäuden los. Und die waren bei der Orient-Zivilisation wirklich total wundervoll. Wir haben viele Türme. Das ist, denke ich, Teil einer Moschee, die wir hinterher bauen werden. Also ich war nicht so ganz sicher, was ich da gebaut habe. Ich habe mich auch nicht mehr so wirklich an die ganzen Gebäude des Orients erinnert. Und jetzt haben wir hier die wundervolle Farbe für den Ozean. Es sollte so ein bisschen noch die Knetmasse durchscheinend sein, also dieses Weiß und dieses dunklere Grün, aber hauptsächlich die Farbe Aqua. Und ich
Ich habe das ein bisschen rough gemacht. Also man sieht die ganzen Abdrücke noch des Sculpting-Tools. Und das soll auch so sein. Jetzt machen wir noch einen Rahmen drumherum. Wie gesagt, für die Flüssigknete, damit das Ganze auch hält. Und für den Pier haben wir noch so Befestigungssteine, die man vermutlich auch nicht sehen wird hinterher. Aber ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Dann haben wir zwei Sandbänke. Vielleicht kommt da ein schönes Fischerboot hin. Und auch im Rahmen sieht das Ganze echt schon toll aus. Ja, dann lass uns mal loslegen mit dem ersten Gebäude. Wir fangen mal mit den Wohngebäuden an. Ich versuche gerade so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ich das Ganze arrangieren kann, wo Gebäude hinkommen. Das wird, glaube ich, Teil der Moschee. Wir haben zwei Türme und ein paar einfache Wohngebäude. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal mit einem einfachen Gebäude an, damit wir uns so mit der Architektur und mit den Stilen und dem Design von Anno 1404, den Orientgebäuden, vertraut machen können. Man hat ganz oft diese Terrassen auf den Dachterrassen mit diesen Treppen. Wir haben diese hölzernen Türen und alles umrandet. Diese Balustraden. Sieht jetzt schon irgendwie total schön aus, obwohl es noch gar nicht angemalt ist. Und es sieht schon irgendwie so orienthaft aus. Also alles aus Sandstein gebaut. Ja, ich habe die Tür noch mal ein bisschen dünner gemacht. Das erste Wohngebäude, das zweite und das dritte, und das sollte auch reichen. Ja, wir haben überall diese Stofftücher, diese Bahnen aus Stoff dranhängen. Auch später bei den hohen Türmen. Das wird jetzt das erste schmuckvolle Gebäude, also nicht rein funktional. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Hat man da auch irgendwie Gebäude gebaut bei Anne 1404, die einfach nur Prestige waren? Ich weiß es echt nicht mehr. Ah, ist so lange her. Ich wünschte, ich könnte es auf dem Mac zum Laufen bringen. Ah, obwohl besser nicht, sonst kommen keine Knetvideos mehr raus. So, also hier kommt Stoff hin und wir malen dieses Gebäude auch nach dem Ofenhärten auch noch an. Also da kommen eine ganze Menge Details rein. Diese Kuppeln sind architektonisch sehr typisch für diese Gegend und für das Zeitalter im Orient. Ja, ich habe echt keine Ahnung von Architektur, obwohl ich es echt bewundere und ich freue mich auch immer, wenn ich bestimmte Designmuster wiedererkenne. Nicht nur in Gebäuden, sondern plötzlich sieht man diese Designmuster auch in Produkten aus der gleichen Zeit. Also das ist immer irgendwie cool zu beobachten. So, das ist das nächste Gebäude, wo wir ein bisschen mehr Details reinbauen. Es sind so überdachte Gänge, wahrscheinlich um sich vor der heißen Sonne zu schützen. Ich habe das nur so ein bisschen angedeutet mit den Säulen und wieder ein bisschen Sonnenschutz drüber mit diesem Segel. Ja, Segel, das ist das richtige Wort dafür. Ja, und das ist jetzt der erste Turm. Wir machen zwei Türme. Das hier wird ein etwas detaillierterer Turm. Den machen wir in den Vordergrund. Und dann haben wir noch einen zweiten Turm. Der ist ein bisschen weiter hinten. So, jetzt kommt noch eine schöne goldene Linie drumherum. Und ein bisschen weiter fortgeschritten. Auch wieder so ein schönes Segel dran. Und das wird das dicke Ding der... Also die Kuppel. Wahrscheinlich ist das so der Hauptraum der Moschee. Das ist echt schon ein paar Jahre her, als ich das letzte Mal in einer Moschee war. Das war eine Führung. Oh, wo war das denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich war total von der Atmosphäre beeindruckt, die in der Moschee war. Erstmal, dass man da ohne Schuhe reingegangen hat. Also es hat mir schon sehr gefallen. Wohingegen viele alte christliche Kirchen oft so eine gewisse Kälte oder Kühle haben. Auch das gibt es bestimmt in manchen Moscheen, aber das war einfach so mein Eindruck, den ich hatte. Also sehr cool. Jetzt mit brauner Knete und ich habe noch ein bisschen Ocker reingeschmissen, reingemixt, machen wir die ganzen Warenkisten. Und das war so eine der Sachen, die ich immer total geliebt habe an Anno. Egal, was man gemacht hat, was man gespielt hat, man hat in dieser Miniaturwelt immer das Gefühl gehabt, dass es auch lebt.
entweder durch Warenkisten, durch die Marktkarren, die die Wege benutzt haben, die man selber gebaut hat. Und ich glaube, das war in Anno 1404 auch das erste Mal von strategischer Bedeutung. Ich glaube, vorher haben sich die Warenströme so ein bisschen selbst organisiert. Aber ich will jetzt hier keinen Quatsch erzählen. Ich habe nämlich echt nur 1404 richtig viel gespielt. Ja, das sind zwei Kräne, um so die Waren von den Schiffen zu be- und entladen. Und dann haben wir ganz viele Warenkisten. Wir haben auch ein paar Fässer. Und ich wollte ein bisschen detaillierter werden bei den Kränen. Also das Ganze muss noch zusammengeklebt werden, natürlich. Aber ich denke, wir sind auf echt einem guten Weg. Vielleicht können wir das Ganze auch noch was anmalen. Mit Silber. Naja, wir gucken uns das mal später an. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr braune Knete. Ich versuche das sehr dünn zu halten. Das sind die Anleger. Wir machen zwei Bootsanleger. Und das Schöne ist bei diesen Hafenanlagen, man hat eigentlich überall was aus Holz noch angebaut. Das hier werden ein paar Baumstämme mit Ocker in der Mitte. Und brauner Knete, dunkelbrauner Knete drumherum, um so Baumstämme zu simulieren. Hat bei dem Stück noch nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, da gibt es gleich noch bessere Stücke, wo ich das zeigen kann. Wir brauchen eine ganze Menge davon. Das sind dann nämlich die Pfeiler, die ins Wasser ragen. Jetzt tun wir alles in den Ofen. Halt! Wir haben noch was vergessen. Wir brauchen noch Braun, ein bisschen Ocker. Jetzt mischen wir nochmal. Und wir bauen uns jetzt das Schiff, zumindest ein Schiff. Und auch hier bin ich, glaube ich, nicht 100% akkurat. Ich glaube, das ist nicht ein Schiff des Orients. Hatten die überhaupt Schiffe? Oh, wow. So viel zur Vorbereitung. Tut mir leid. Aber es könnte ja auch ein Schiff von uns sein, was Richtung Orient fährt, um Gewürze abzuholen. Ja, das ist unser Gewürzkutter. Okay, jetzt machen wir da noch diese Reling. Ja, bei Schiffen heißt es ja Reling drumherum. Und irgendwie hat es mich ein bisschen an ein Wikingerschiff erinnert, mit diesen goldenen Schilden dran. Aber tatsächlich war das genau das Design, was ich gefunden habe, auf dem Cover-Artwork vom Orient. Ja, jetzt ein bisschen Draht, das werden die Masten, ist das der Plural? Masten, ein Mast, zwei Masten. I think so. So, also Draht rein, damit die nicht direkt einknicken. Und dann haben wir einen Ausguckturm, zwei Plattformen und später machen wir noch ein Segel drauf. Das wird ein schönes kleines Fischerboot, weil irgendwovon müssen unsere orientalischen Mitbürger auch leben, zumindest in der Stadt, die wir da bauen. Also gehen die fischen. Ja, dann haben wir diese Strickleiter für das Schiff. Und jetzt kommt das letzte bisschen mit Knetmasse. Wir brauchen nämlich drei Palmen. Und da freue ich mich total, die später einzusetzen, reinzukleben in die Szenerie. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Das verändert das gesamte Bild unserer Szenerie. So, und jetzt alles in den Ofen! Frisch gebackene Teile von der Hafenanlage. Und damit fangen wir auch an. Wir kleben. Wir kleben uns jetzt die Stege, die Bootsanleger alle zusammen. Und eigentlich waren da noch viel mehr Baumstämme dran, also im Original. Aber ich dachte, das reicht so, um das zu verdeutlichen, was es sein soll. Ja, dieses Rad, was ich drehen kann. Nein, nicht wirklich. Von dem Kran, das kleben wir alles rein. Und vielleicht ist es noch, ja, später wäre es noch schön, wenn wir da so einen kleinen Faden reinkleben. Aber wir machen erstmal alles fertig und sticken das, also drücken das so ein bisschen in die noch softe Knete rein. Deswegen ist nämlich der Hauptteil auch noch nicht im Ofen gewesen. Und ja, ihr wisst, ich freue mich immer tierisch, wenn Flüssigknete zum Einsatz kommt. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber gut, wir platzieren erstmal beide Schiffe. Vielleicht
Vielleicht können wir da noch so eine weiße Umrandung an die Fenster machen. Das hebt den Kontrast ein bisschen an. Dann sind die Fenster ein bisschen dunkler von innen. Die Innenräume des Schiffs, die Kajüten. Oh ja, ich kenne mich aus. Nein. So, und dann können wir das platzieren. Und auch das zweite Schiff, das zweite Fischerboot. Vielleicht ist das direkt angelegt. Und da ist unser Liquid Clay, die Flüssigknete. Oh, ich versuche es immer erst durch die normale Öffnung, aber es dauert dann Stunden und dann mache ich es dann doch so. Oh, wow. Jetzt kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie es fertig und transparent aussieht. Aber das finden wir gleich raus, denn wir sind jetzt soweit. Wir tun alles in den Ofen. Frisch gebackene Orient-Gebäude. Orient-Kekse. Oro. Wie heißen die schwarz-weißen Kekse nochmal? Oro-Kekse. Egal. So, jetzt sind die Gebäude also gebacken. Und jetzt malen wir noch ein paar schöne Details dran. Die sind nämlich alle sehr kunstvoll angemalt. Viel mit Weiß, Blau, Rot, aber auch Schwarz. Ich glaube, andere Farben brauche ich kaum. Vielleicht hier und da ein bisschen Silber und Gold, weil die da echt viel mit gemacht haben. Ganz, ganz viele Gebäude. Ich zeige jetzt nicht bei jedem einzelnen Schritt, wie ich die Gebäude angemalt habe. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber dann geht so ein Video auch mal eben nicht 20 Minuten, sondern halt 40 oder eine Stunde oder so. Obwohl, lasst mich wissen, wenn ihr echt mal so ein Extended Version, also ein mega langes Video sehen wollt. Oder nochmal ein Livestream. Aber ich bin immer der Meinung, es wird halt zu langweilig, wenn es doch zu lang wird. Da sind die ganzen Kisten und jetzt kleben wir alles mit Sekundenkleber feste. Falls ihr mal irgendwann mit Sekundenkleber arbeitet, seid echt vorsichtig damit. Das Zeug ist gefährlich. Ich habe mich schon oft irgendwo dran festgeklebt. Ja, normalerweise, wenn ich so ein Projekt baue, ich versuche mich immer ein bisschen einzustimmen. Und ich höre dann auch schon mal die Musik, was dem jeweiligen spielt. In dem Fall habe ich das irgendwie nicht so viel gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den Mario Kart Soundtrack gehört. Also könnte es sein, dass hier gleich noch irgendwo so ein kleiner Mario um die Ecke kommt mit seinem Kart. So, also mit Acrylfarbe haben wir noch ein bisschen Sand reingebracht und jetzt kommen die Palmen. Ich habe es angekündigt, das wird jetzt nochmal das Gesamtbild echt aufhellen und irgendwie lebendig machen. Da hinten machen wir noch einen Busch hin und die letzte Palme. Oh, es gefällt mir total gut. Jetzt kommt ein bisschen Lack, unser Transparent Polish, damit das Wasser auch, transparent wird und damit das Wasser auch flüssig wirkt oder wässrig. Auch die Kuppeln. Und jetzt schieben wir das beiseite. Das ist meine stolze Sammlung aus seltenen Papieren. Einst im Orient habe ich das einem Piraten abgenommen. Nee, es war ein schöner kleiner Bastelladen, der zugemacht hat. Und kurz bevor er zugemacht hat, bin ich ganz nach hinten gegangen und habe in einer alten Kiste diese wundervollen Papiere gefunden. Das ist wahr. Den Laden gibt es leider nicht mehr. Und für so ein Segel ist das echt ein Traum. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn diese schönen Papiere leer sind. Muss ich mal gucken, wo man sowas herbekommt. Vier Segel und hier ist so ein ganz dünner Faden. Kordel. Ich habe es angekündigt. Vielleicht können wir den auch noch benutzen für die beiden, wie heißt es, Kräne. Und jetzt schneiden wir hier den Ozean weg. Man kann sich schon fast vorstellen, wie das Ganze in den Rahmen reinpasst. Oh, wow. Ich glaube, eine Sache haben wir noch vergessen und das sind die Flaggen. Wir wollen dem Ganzen auch eine Farbe geben. Das Schiff ist orange, die Stadt ist auch orange, ist halt alles unseres. Leute! Da ist das Ding! Anno 1404, der Orient! In einer wundervollen Miniatur. Ich hoffe, euch hat das Video, euch hat das Projekt gefallen. Ich packe das ganze Ding jetzt noch in den Rahmen und dann kann ich es auch an die Wand hängen. Das
Das ist nämlich genau mein großes Problem. Ich weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Kreationen. Die Wände sind noch frei, die Regale nicht mehr. Und jetzt nehmen wir die Heißklebepistole, kleben das Ganze in den Rahmen rein. Ich versuche echt mal das nächste Projekt hier auf GTV ein Nicht-Rahmen-Projekt zu machen. Aber irgendwie, ich habe auch so Gefallen an den Dingern gefunden. So, Konzentration. Anno 1404, weil die Quersumme immer 9 ergibt. Ja, ich weiß das. Bei allen Anno-Titeln. Play, claim. Leute, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.